Teil Nummer 2 unserer wunderschönen Jive-Folge. Ich hoffe, ihr könnt Teil 1 noch. Wir zeigen natürlich beides am Stück, weil ohne 1 geht die 2 nicht. Ihr dürft zuschauen. Teil Nummer 2, schöner Seitenwechsel noch mit dazu, heißt Teil Nummer 1, nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, bis wohin, heißt wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, vor, vor, Seit, rück und zack, bam, bam, bam. Das war ja Teil 1, kann ich beenden, wisst ihr ja noch, entweder Chassee, ja, ich ziehe sie auf mich zu, wir sind parallel, Hand geht hoch, Darmsolo, das wäre möglich, oder halt unten lassen und dann Grundschritt, ja, das beendet dann Teil 1. Jetzt Teil 2, wir haben getan dieses Bam-Badam, das erste Chassis. Jetzt kommt das zweite Chassis, bleibt in der Position. Und das ist die Führung für diesen zweiten Teil. Sollte hoffentlich reichen. Also Unterschied nach der Position, entweder ganz eindeutig zum Partner oder offen bleiben. Bleibe ich offen, kommt jetzt zweiter Teil, also der hat ja schon begonnen im Chassis, ja. Jetzt kommt ein Point und Point. Und wie ist der Philipp schon so ein bisschen mitmacht, weil er schon gar nicht mehr ohne kann, wer das möchte, Styling technisch, ne? Point und Point und. Aber ich zeige mal kurz von der Seite. Das heißt, mit dem ersten Point, heißt der innere Fuß, eher rechts, hier links, kann ich so ganz leicht nach hinten nehmen. Und zweiten nach vorne. Nur leicht. Nur leicht, ja. Bitte macht nicht so. Yay! Yay! Haben wir alles schon gesehen. Ja, haben wir. Kunden sind kreativ. Ich weiß, es ist halt kreativ. Nee, es reicht ein bisschen. Also wenn man es mal als Dauerschleife machen wollen würde, zum Beispiel, dann wäre es auch zu übertrieben, das hier zu machen. Das wäre zu viel. Nee, deswegen immer so Point und Point und Point und Point und Point und Point und Point. Point heißt ja auch Fußspitze, gell? Also bitte nicht Point und Point und Point und super und yeah. Na, ja, Styling macht das Leben aus. Nein, deswegen nach diesen zwei Chassis, deswegen auch nochmal ganz kurz von vorne, dass wir immer dieses Gesamtbild haben, immer wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, drauf, vor, sei, rück, Runde, vor, erstes Mal, zweites Mal, Point und Point und. Rechter Fuß frei, linker Fuß frei. Klar kann ich wieder eine Dauerschleife machen. So Point und Point und Point. Zweimal reichen. Wer mehr machen möchte, kann das. Jetzt bin ich hier noch im Expandergriff. Jetzt ziehe ich die Dame auf mich zu. Ihr seht schon, wo der Schritt hingeht. Ne? Von mir aus gesehen nach links auf mich zu. In dem Moment, wo ich sie herziehe, gehe ich auch auf die Dame zu. Leicht bitte hinter ihr. Und dann kommt das, was wir gerade gesehen haben am Anfang vom Video. Seitwärts, seitwärts, seitwärts. Seitwärts, seitwärts. Genau, wer es aufstylen möchte. Jive ist jetzt kein Tanz, wo man sagen kann, ne, ihr seht es ja schon beim Point, dass man so ein bisschen was mitmacht, so, juhu, yeah, hab ich einen Spaß? Nein, also natürlich kann man es ein bisschen aufstylen, indem man sagt, nach diesem Point, machen die Points, Point und Point und du, da, bitte fühlt als Herr, bitte nicht sagen so, sie weiß es ja, sie weiß es ja. Nein, ihr habt immer ganz leicht Kontakt. Von der einen zur anderen Seite. Richtig schieben müsste sie zum Glück nicht. Sie weiß ja, wenn nichts geändert wird, bleibt es beim Alten. Aber auffangen, natürlich, klar. Aber das ist so das Prinzip. Ich fange sie ein bisschen auf, aber ich brauche sie nicht wie so ein Ping-Pong-Ball näher bobbeln. Deswegen, ne, das wieder als nächste Möglichkeit kann ich als Endungsleife tanzen, brauche ich nicht. Das heißt auch wieder hier von vorne wieder mit dem nächsten Teil. Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick. Drauf, vor, Seil, rück, Runde drauf, jam, bam, bam. Jetzt die Points, Point und 1, 2, 3. 3 Minimum. Ob 4, 5, 6, 7, 8, 9, wurscht, ob doch eine ungerade Anzahl. Wenn es jetzt wieder von mir gesehen als Herr nach links, von da muss geht nach rechts, also da wo ich angefangen habe, geht. Da bitte, jetzt macht den Ping-Pong-Ball, jetzt müsste die Dame
richtig kräftig, also so, dass es merkt natürlich, dementsprechend schieben, weil es soll kein nur Platzwechsel kommen, und nochmal, sonst kommt ein Chassis. Das heißt, sie brauchen wieder ein bisschen mehr Energie. Ist mal hier haben ein, es geht weg vom Partner. Das wäre das Ziel, dass wir diesen Seitenwechsel hier quasi haben, hier dieses Wechsel, Wechsel, immer, wenn ich da zurückgehe, schieben, ja, bam, weg vom Partner. Jetzt kommt hinten dran, irgendwo müssen wir es ja wieder sehen, eine Spot-Turn, da er den rechten Fuß und sie den linken Fuß frei haben, drehe ich mich links herum, die Dame dreht sich rechts herum, drehen herum, jetzt fehlt nur noch ein Chassis auf den Partner zu, vorsichtig, nicht zu viel Energie, beide kommen aufeinander zu, dann hier, ja, bam, bam. Es reicht ja rein theoretisch, kommt auf an, was ihr wollt, dieser Abstand, dann kann ich wieder Expander-Griff oder sonst was machen, wenn ihr ein bisschen näher rein wollt, ja, bam, bam, dann kann ich hier wieder in den Tanzhalter gehen und fertig. Das heißt, das wäre das Ende, jetzt wieder mal im langsamen Style alles. Wir hätten also wieder Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, drauf, vor, sein, rück, Runde, drauf, innerer Fuß, äußerer Fuß, Point und, eins, zwei, drei, vier, Seit, Schluss, Seit, drehen herum, auf ihn zu oder auf sie zu, wie auch immer, und dann entscheiden. Tanzhaltung, Expander, sonst was in die Richtung, was euch anfallen könnte in dem Sinne, aber Hauptsache, ihr macht danach wieder Wiege, Seit, Schluss, Seit, weil irgendwo müsst ihr wieder rauskommen mit normalen Grundschritten, ihr wisst, der fängt normalerweise immer schön mit einer Wiege an, da können wir es quasi beenden, ja, das wäre dann Teil Nummer 2, was euch noch erwartet, lasst euch überraschen, wir sind immer kreativ, vielleicht gibt es noch einen Teil 3, wer weiß, vielleicht auch gar keinen, vielleicht machen wir einen anderen Tanz, ansonsten auch da wieder viel Spaß für euch im Selbststudium, wenn ihr Fragen habt, kommt in den Unterricht, wir sind immer da, wir haben viele Termine die Woche, jo, ansonsten wie immer, wie gesagt, viel Spaß beim Lernen.